Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem friesischen Marsch. Wir sammeln immer noch Stroh ein. Auf Feld 2. Letzte Feld für heute, kann man sagen. Dann kommt es wieder in eine andere Phase. Dann kommt eine Phase des Grasmähens. Schwatten, pressen. Silageballen fahren. Aber das dauert noch ein bisschen. Zurzeit wird noch ausgesät, Hopfen auf Feld 13. Was noch kommt? Wenn auf Feld 1 die erste Wachstumsstufe da ist, dann muss da gedüngt werden. Feld 15 braucht nicht, da ist schon fertig. Und sobald Feld 13 erledigt ist mit Aussaat, geht es hier weiter. Da sehen wir uns das halt Hopfen aus. Da überlege hier entweder Soja, Raps oder auch Hopfen. Immer mal sehen. Hier in der Ecke gibt es mächtige Leistungsabbrüche. Liegt aber auch links hier am Händler wahrscheinlich. So, jetzt schauen wir mal nach hinten, nach hinten. Okay. Müssen wir ein bisschen. Zwar. Besten die Kamera drehen. Besser. 700%. Einer muss noch mit.
So, zwei Stück noch. Super, jetzt geht's zum Verkauf. Wie ist eigentlich aktuell? Hat der Preis vorher noch gepasst? Hat sich irgendwo verändert der Preis? Zahlt einer mehr? Das Mist. Ich habe mich schon gewundert. Oh, 114? Wer zahlt so viel? Na, ist nicht der Fall. Es hat sich nichts geändert. Ist so geblieben. Tätigen, das klicken. Sturm. Sturm. So, kurz umstellen. 13.400 was. Das kann ein bisschen besser gehen. Aber ich habe es auch schon mal schlechter gehabt. So. Ich denke mal, eine Fuhre muss noch ausreichen. Dann müsste das gut sein. Dann haben wir 400.000. Und den Kreditrahmen, den wir noch haben, dann könnten wir 700.000 investieren. Oder zumindestens das Land kaufen und den Kuhstall. Bitte maximal ein Tier von 500 Stück. Aber schauen wir mal. Der eine arbeitet noch. Kontrolle. Ja, Kreiswetter. Jetzt hat er mir den ganzen Saatgut auf einer Stelle gebracht. Das nenne ich gut. Aber dann reicht es ja nicht aus. Das ist ärgerlich. Mann, da ist Dünger drin für die nächsten 20 Jahre. Ich schaue mal, ob da alles in grün ist. Keiner fährt, keiner steht. Kein Blocking. Und
Und dann, buff, war der Kreis. Wie ein Zirkus. So. Nach vorne einstellen. Keinen dicken Hals kriegen hier. Muss den Jungen den Lohn abziehen. So, umstellen. Richtig Strohhaufen da. Mal aktiviert. So, okay. Die Zeit vergeht aber auch wieder mal. Also der Strom muss jetzt noch rein in der Folge. Ab kommt man will. Bin dann gespannt, wann der Patch kommt. Mindestens 14 Tage her, wo der Beta rauskam. Der ist voll. Ist er voll. Einmal noch, einmal noch. Damit die Folge ein bisschen überziehen werde wahrscheinlich. Ich werde das fertig machen jetzt. Garantiere ich dir, dass der nächste Strompreis in den Keller rutschen wird. Rocken haben wir noch einmal und Gerste um Feld 1.
nächsten beiden Felder kommen auf jeden Fall kein Getreide rein. Eins hat sich ja links drinne, Hopfen. Und dann zwei mit Raps reinkommen oder so, ja. Mal sehen, ob wir fort jetzt mit neuen Frucht jetzt so klappt. Gut. Preis stabil. Das wäre schon um 17 anders gewesen. Da wäre der Schrotpreis schon im Keller. Jetzt mal was Gutes. So, jetzt aber Gas geben. Stroh, Stroh, Stroh. Aber da werden wir wahrscheinlich doch einen. Warum mit Cosplay das noch nicht alles so klappt, wie es klappen sollte. Aber das wäre eine Option. Stroh mit Cosplay zu entsorgen. Bisschen Arbeit einem abnehmen. Aber wiederum. Gut, da hätte ich mich schon darum ums Gras mähen kümmern können, dass das läuft. Dann hätte ich mir Spatten kümmern können. So. Aufladen. Na, dann werden ja beide voll, aber einer auf jeden Fall. Aber erst einmal Stroh verkaufen. Wie gesagt, ein Hänger haben wir es. So, meine Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hoffentlich sehen wir uns wieder zur nächsten Folge.